Herzlich willkommen an Bord von Mola Mola zu unserer letzten Etappe von Honfleur nach Rumpot. Wie versprochen, möchten wir euch heute zunächst einmal etwas von Honfleur zeigen. Honfleur wird 1025 erstmals urkundlich erwähnt. Die Stadt war jahrhundertelang ein relativ unbedeutender Hafen im Vergleich zu Harfleur und Le Havre auf der anderen Seite der Seine-Mündung. Erst mit der Zeit entwickelte sich das Städtchen mit seinen pittoresken, schmalen und 6 Stockwerken hohen Häusern am alten Hafenbecken zu einem der reizvollsten Orte in der Normandie. Die Chocolatiers in Honfleur sind für ihre ausgefallenen Kreationen bekannt. Sie machen wirklich fast alles aus Schokolade. Ganz besonders begeistert sind wir immer wieder, auf die französischen Wochenmärkte zu gehen. Die Kirche St. Catherine ist etwas ganz Besonderes. Sie wurde Mitte des 15. Jahrhunderts von Schiffszimmerleuten ganz aus Holz erbaut und mit bemalten Glasfenstern ausgestattet. Die Dachkonstruktion erinnert an 2 Schiffsrümpfe. Ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert eine öffentliche Waschstelle direkt vor der Kirche Église Saint-Léonard. Maler wie Claude Monet oder Picasso trafen sich hier auf einem Bauernhof, der heute als einer der Geburtsstädte des Impressionismus gilt. Honfleur ist ein beliebtes Ziel von Flusskreuzfahrern oder von Bustouristen aus aller Welt. Wie überall auf der Welt trifft man auch hier auf die Schiffe superreicher Russen. Wir haben heute auf dem Markt Artischocken gekauft. Diese Artischocken sind einer Qualität, die, glaube ich, super ist. Schneiden wir uns jetzt auf. Ich habe schon da großzügig weggenommen. Wir haben noch 2 Geschenke gekriegt dazu. Und das war also schon mal sehr cool. Und wir wollen mal sehen. Wir müssen mal abschneiden hier. Ich habe den Müll da drin. Cool. Und wir haben hier einen
Crème fraîche. Haben die das aus so einem riesigen Bottich, haben die das Crème fraîche rausgeholt und das ist wie Butter. Das ist unglaublich. Sowas haben wir also nicht gesehen. Da haben wir jetzt einen schönen Dip von gemacht. Das weiß ja jeder, Crème fraîche ist was Fettiges, aber das sowas ist von lecker. Oh, das gibt's zu Hause nicht. Das ist Frankreich. Um 6:30 schaue ich aus der Luke. Es ist dunkel. Nur die Hafenbeleuchtung erhält die Umgebung. Nach dem wunderbaren Abendessen haben wir herrlich geschlafen. Wir machen das Boot seeklar und fahren zur Schleuse. Heute am 3.9. soll es nach Fécamp gehen. 35 Meilen, 6 Stunden. Als wir Le Havre passieren, können wir die große Parade der Windjammer beobachten. Sie treffen sich zum Abschluss der Saison noch einmal hier in Frankreich. Leider sind wir recht weit entfernt. Trotzdem sehr spektakulär. Hier in Fécamp liegt bereits die Flieland von Martin und Ariane. Die beiden haben wir in Honfleur kennengelernt. Ihre Lemster-Ark ist von 1909 und liebevoll über Jahre hinweg restauriert. Es ist praktisch ein fahrendes Museum. Fécamp ist für uns nur ein Übernachtungsstopp auf unserer Rückreise. Wir nutzen das ruhige Wetter, um direkt am nächsten Morgen mit dem Strom nach Dieppe weiterzufahren. So haben wir das auch noch nicht gehabt hier, die Ausfahrt. Nein. Die Wolken hängen heute Morgen tief über dem Wasser. Es ist mit Nebel zu rechnen. Der Wind ist wechselhaft, aber wir können trotzdem gut segeln. Die Lemster-Ark von Martin und Ariane folgt uns in einem Abstand von ca. 1-2 Meilen. Und wir sind hier losgefahren und sind jetzt auf der Strecke da. Wie gesagt, 13 Meilen sind das. Das sind 13 Meilen, die haben wir schon. Und jetzt kommen nochmal knapp 12 bis nach Dieppe. Bei der Hafeneinfahrt nach Dieppe muss man sich nicht mit UKW-Funk anmelden. Die Lichtzeichen auf der Hafenmole zeigen an, ob die Einfahrt frei ist. Martin und Ariane kommen mit ihrer Lemster-Ark 1,5 Stunden später an. Sie sind das erste Mal hier in Dieppe und freuen sich darauf, den Ort zu erkunden. Wir nutzen den kurzen Aufenthalt, um unsere nasse Kuchenbude zu trocknen. Der Wetterbericht spricht seit Tagen von einem nahenden Sturmtief, das uns bis zu 40 Knoten Wind bescheren könnte.
Da wir wissen, wie schnell sich hier die Wetterlage ändert, heißt es für uns, rasch nach Boulogne-sur-Mer zu fahren. In den folgenden Minuten könnt ihr deutlich sehen, dass sich unsere Devise niemals auf See zu trödeln als richtig erweist. Die See ist momentan bleiern. Wir haben keinen Wind, sind in Dieppe um 20 nach 7 ausgelaufen. Es war gerade so hell und wir können aber den Horizont sehen, das ist schon mal sehr gut. Da hinten ist überall so ein bisschen neblig, hat man das Gefühl, aber es sind wohl nur tiefhängende Wolken. Ist natürlich schon so ein bisschen doof, wieder mal mit der Maschine unterwegs zu sein. Aber da wir ja wissen, dass morgen oder übermorgen uns hier 35 bis 40 Knoten ins Haus stehen, ist natürlich gut, wenn wir jetzt noch nach Bologna kämen. Vielleicht noch so ein bisschen Nebel, das kann uns noch erhöhen, aber momentan ist ja hier, da ist ja nichts. Ne? Die See ist platt und grau. Es hat angefangen zu regnen, aber es ist auch etwas Wind dazugekommen, so wie der Wetterbericht es gesagt hat. Endlich ist der Motor vor allen Dingen aus. Aber es ging von einer Minute auf die andere. Ich mache jetzt Ölzeug an, weil es so geregnet hat. Wunderbaren Wind jetzt gekriegt. Wie der Wetterbericht schon gesagt hat, ganz, ganz schnell ging das zack, zack. Und damit hat sich auch die See verändert. Wir haben jetzt eine leichte Welle und jetzt macht das natürlich richtig Freude. So, wir haben jetzt um die 20 Knoten Wind. Das Schiff läuft 6,5 Knoten. Wir fliegen unserem Ziel Boulogne-sur-Mer entgegen. Da steht eine konfuse Welle. Wir werden hier hin und her gebeutelt wie Dolle. Wir haben das Segel jetzt ziemlich verkleinert. Wir hatten gerade gute 25 Knoten Wind. Jetzt ist er wieder ein bisschen weniger. Ja, und da vorne sieht man schon die Einfahrt. Wunderbare Artischocken. Tolle Musik. Hier ist unser Eimer. Die Küche ist eine Katastrophe. Da steht eine Tüte voll, diese weiße Tüte voll mit Käse. Wir werden uns gleich noch verlaben. Mittwoch, der 6.9.2017. Die Abfahrtzeit in Bologna ist mit 9.30 Uhr angenehm und richtet sich nach der Strömung am Cap Grinet. Hier können die über 4 Knoten Strom die Reisezeit enorm verkürzen. Kurz hinter Cap Grinet beobachten wir, wie sich eine Windhose bildet. Zum Glück verschwindet sie aber nach einigen Minuten wieder.
slight or moderate, occasionally smooth at first. 24 hours forecast. Westerly or northwesterly 5 or 6. Decreasing mainly 4. Cap Grenier liegt rasch achteraus. Wir befinden uns hier an der schmalsten Stelle des Ärmelkanals. Die englische Küste von Dover ist gut zu erkennen. Vor Calais sollte man besonders auf die schnell fahrenden Fähren achten. Über unseren Stopp in Dünkirchen gibt es nichts Besonderes zu berichten. Außer, dass wir gut geschlafen haben und mit der nächsten Tide am kommenden Tag nach Ostende aufgebrochen sind. Hier in Ostende gibt es mehrere Liegeplatzmöglichkeiten. Wir entscheiden uns für die Marina direkt rechts neben der Einfahrt. In der Hauptsaison ist es hier immer sehr, sehr voll. Der Schwell der einlaufenden Fähren macht die Sache nicht komfortabler. Jetzt im September ist es dagegen deutlich ruhiger. Leichter Regen in Ostende. Nach dem Einkauf frischer Krabben, die jetzt gepult werden müssen, werden wir noch frische Heringe essen mit Zwiebeln und einen schönen Geneva dazu trinken. Dann erträgt man das so herrliche Wetter besser. 2 Stunden Arbeit. Total verregnet Nachmittag. Total verregnet. Der Freitag hier in Ostende. Das Wetter hält uns auf Trab. Als ich das erste Mal den Kopf aus der Luke stecke, ist es noch dunkel. Ich glaube, zwischen den Wolken den Himmel zu erkennen. Kein Regen mehr. Als gegen 8 Uhr dann doch noch der letzte Regenschauer durchgezogen ist, klart es auf. Schnell ist Mola Mola See klar und es geht in Richtung Rumpott. Die 13-Wochen-Tour geht so langsam zu Ende. Wir sind kurz vor Rumpott-Schleuse mit achterlichem Wind. Das Segel ist ausgebaumt und es ist ganz, ganz, ganz gemütliches Segeln. Wir haben gerade noch mittelgroße Schweinswale oder Delfine gesehen. Ein wunderschöner Abschluss. Wir haben Haufen Wolken. Heute Morgen war so schlechtes Wetter und wir haben gar nicht geglaubt, dass wir so einen tollen Segeltag haben. Von vor der Tür Ostende bis hierhin gesegelt. Immer 6-7 Knoten. Wunderbar. Wir haben uns total glücklich gefühlt. Ein toller Abschluss dieser wunderbaren Zeit. Wir haben alle Gastlandflaggen und die Flaggen der Regionen, in denen wir waren, unter der Saling gesetzt und fahren glücklich nach 3 Monaten wieder in Rumpott ein. Ein wenig stolz sind wir schon darauf, eine solche Reise gemacht zu haben. Es hat keine nennenswerten technischen Probleme gegeben, aber wir wissen genau, dass immer irgendetwas passieren kann. Große Dankbarkeit erfüllt uns, dass alles gut geklappt hat. Vor allem dankbar sind wir beide, diese tolle Reise gemeinsam gemacht zu haben. Diese Eindrücke und Erlebnisse zu teilen, das ist das Größte.